Herzlich willkommen bei Videowissen. Im Planetarium Nürnberg habe ich den Vortrag zum James-Webb-Teleskop gehalten. Eine neue Ära der Astronomie, neue Bilder, neue Erkenntnisse. Und es geht jetzt um die Fragen, die dabei gestellt wurden und die Diskussionsrunde. Dabei viel Spaß. Ich wiederhole die Frage nochmal. Die Frage war, ist dieser Entfernungsrekord, ist das wirklich eine Galaxie oder ist es nicht eher eine Gaswolke, von der dieser Rekord aufgestellt wurde? Gebe ich dir vollkommen recht, Klaus. Also gerade die Abmessungen 1700 Lichtjahre, das erinnert ja auch eher an Abmessungen von Riesenmolekülwolken, aus denen dann jetzt so in dem lokalen Universum dann die Sterne entstehen. Also insofern könnte man vielleicht Protogalaxie dazu sagen. Es gibt natürlich diese Lyman-Alpha-Kante, die man halt da beobachtet hat, die sozusagen zu der Wasserstoffwolke dazugehört. Mir ist nicht bekannt, inwiefern man was weiß über Sterne, also Komponenten, die du ansprichst. Also insofern ist es vielleicht eher, um auf der sicheren Seite zu sein, eine Wasserstoffwolke. Aber die spannende Frage ist eben, was wurde dann aus dieser Wasserstoffwolke? Sind es dann diese Protogalaxien, aus denen dann später die richtigen Galaxien wurde? Und da wird es natürlich jetzt weitere Beobachtungen geben und ich hoffe auch dann eine gute Antwort. Auch vielleicht auf die Frage, was ist mit dunkler Materie bei dem Ganzen, weil eine richtige Galaxie, wie jetzt auch unsere, besteht ja auch aus dunkler Materie, sogar zum viel größeren Teil. Ungefähr 5-mal mehr dunkle Materie als normale Materie. Und die normale baryonische, also gewöhnliche Materie, fällt ja dann im Prinzip in dieses Gravitationspotenzial, was gebildet wird von dunkler Materie. Das ist ja so das Standardbild bei dem Ganzen. Und die große Frage ist ja, wo war dann also in diesen frühesten Phasen? Da muss es ja wohl auch schon die dunkle Materie gegeben haben. Wir sehen es ja auch in dem Energiemassebudget von der kosmischen Hintergrundstrahlung sehen wir ja auch die Anteile von energiedichter dunkler Materie. Also insofern ist genau das die spannende Frage, auch mit dunkler Materie. Wie verhält es sich damit? Ist die auch in irgendeiner Form schon da vorhanden und sorgte vielleicht dafür, dass diese Wasserstoffwolke sich dann gebildet hat? Also berechtigte Frage, vielen Dank. Wie werden die Teleskope ausgerichtet, war die Frage, insbesondere eben Weltraumteleskope wie Hubble und Webb. Sie haben Gyroskope bei beiden Teleskopen. Das sind Kreisel, die dafür sorgen, dass sie eben durch Verändern des Drehimpulses in diesen Kreiseln im Prinzip dieses Gesamtteleskop dann schwenken können. Dann müssen Sie das Ganze matchen mit einer Sternkarte. Das heißt, man kennt ja dann die Sternbilder, man kennt auch die hellsten Sterne, die meistens auch zum Orientieren benutzt werden. Wird genauso auch auf der Erde gemacht. Wenn Sie Ihr Hobbyteleskop ausrichten am Himmel, dann macht man ja auch ein sogenanntes Alignment. Das heißt, man hat eine GPS-Uhr beim Teleskop dabei. Und dann peilt man eben mittlerweile sogar ohne jedes astronomische Wissen, peilt man nur irgendwelche hellen Sterne am Himmel an. Und dann kann das Teleskop aus der Information, wann sie das machen und wo sie das genau machen über GPS, weiß dann das Teleskop hinterher, da passt zu ihren 2 oder 3 Sternen, die sie da anpeilen, passt nur ein Sternhimmel und dann ist es sozusagen kalibriert, also eingerichtet auf diesen Himmel und dann können Sie als nächstes eingeben, bei der Fernsteuerung gehe jetzt zu Saturn und dann schwenkt das automatisch zum Saturn sofort hin, wenn er denn sichtbar ist, zum Beispiel. Sowas müssen Sie natürlich auch bei den Weltraumteleskopen machen. FGS hatte ich genannt als Instrument, Fine Guidance Sensor, das ist das Instrument, was eben auch das Ganze unterstützt, dieses Teleskop dann eben an den hellsten Sternen zu orientieren. Und die Lageregelung, wie gesagt, passiert über Kreisel, das sind die Gyroskope. Und dann wird eben über Kameras wie von FGS, das Gesichtsfeld, was man sieht, wird gematcht, wie passt es zu der Sternkarte, die wir im Computer sozusagen drin haben, anhand der hellsten Objekte. Und dann kann man sofort sagen, so wie wir auch selber Sternbilder ja sehr schnell erkennen können, wenn wir mit dem Himmel uns auskennen, dann wissen Sie ja auch sofort, hier großer Wagen. Und so ist es im Prinzip dann da auch, nur dass eben Computersoftware zum Einsatz kommt. Die Frage war, ob man mit dem James-Webb-Teleskop schon die NOVA TCRB in der nördlichen Krone beobachtet hat. Nee, das ist TCRB, also das ist eine rekurrierende Supernova, die wir auch jetzt im Februarheft dann vorgestellt hatten. Wir waren früh dran, das im Februarheft vorzustellen. Also das ist ein Objekt, wo wir einen weißen Zwerg haben, der Materie aufsammelt
Und das passiert eben alle 80 Jahre, dass dann da eine kritische Grenze erreicht wird, wo genug Material vorliegt. Und dann zündet sozusagen eine Wasserstoffexplosion auf der Oberfläche des Weißen Zwergs. Er explodiert nicht in einer Supernova, das ist also weniger Material, keine Supernova 1a. Aber es gibt eine Nova, wie man das nennt, also einfach einen Helligkeitsanstieg, der signifikant ist. Und das Spannende an dem Objekt ist, dass es dann für uns doch als merklich helleres Sternchen erscheint. Also wir könnten das dann mit Vergleichsstern und bloßem Auge sogar erkennen, dass da was passiert ist. Und das befindet sich in der nördlichen Krone, deshalb Corona Borealis, das ist CRB. Und T ist einfach der Name von dem Stern sozusagen, wo das dann passiert. Kann man mit dem James-Webb-Teleskop die Oberfläche von Exoplaneten sehen? Man kann sogar die Atmosphäre sich anschauen. Habe ich auch ein Bild mitgebracht. Oberflächendetails ist schwierig. Also man kann Spektren aufnehmen, denn wir reden jetzt ja davon, dass wir ein Objekt haben, was Lichtjahre entfernt ist. Also der nächste Stern nach der Sonne ist Proxima Centauri, genau. Und der befindet sich im Sternbild Centaur am Südhimmel. Und da wurden ja auch Exoplaneten entdeckt, sogar mehrere in dem System. Das heißt, das sozusagen nächste Möglichkeit wäre Proxima, 4 Lichtjahre entfernt. Aber das Problem ist halt, schon diese Entfernung ist so groß, dass wir eben dann nicht so einen kleinen Planeten auflösen könnten, die Scheibe auflösen könnten. Also man sieht eben hier bei dem Beispiel Jupiter funktioniert das wunderbar, weil der so nah ist, wenige Lichtminuten entfernt. Lichtjahre ist halt doch eine andere Ansage und deshalb kann man eben nicht Planetenoberflächen mit James Webb auflösen. Aber man kann sich Spektren angucken. Das sind dann die Bilder, die kommen hier hinten. Und zwar war das auch bei den ersten wissenschaftlichen Bildern dabei, die von Webb veröffentlicht wurden. Insofern weniger spannend, weil es eben ein Spektrum war. Das ist für die meisten Laien dann eher so, naja, also schön ist anders. Aber es ist halt eine wichtige Information, die man ablesen kann, und zwar was? Wir sehen erstmal, dass dieser WASP 96 vor seinem Heimatgestirn vorbeiläuft. Das ist nicht selbstverständlich, weil das System muss dann genau so orientiert sein, dass wir mehr oder weniger von uns aus, von der Erde aus, auf die Kante von dieser Planetenebene gucken. Wenn das passiert, können wir sehen, dass der Planet zufällig vor seinem Heimatgestirn vorbeiläuft. Auch das ist nicht selbstverständlich, dass man sowas sieht. Man denke nur mal an das Beispiel Erde. Wie oft passiert es nämlich, dass die Erde vor der Sonne vorbeiläuft? Einmal im Jahr. Das heißt, man könnte jetzt 3 Monate lang hinschauen und stellt fest, da war nichts. Man hat natürlich lang genug gewartet. Anderes Extrem, Jupiter. Jupiter wandert vor der Sonne vorbei. Der Jupiter braucht für einen Umlauf um die Sonne 12 Jahre. Das heißt, man müsste 12 Jahre auf so ein Ereignis warten, bis endlich der Jupiter eben da vorbeizieht. Das heißt, entweder hat man Glück, man schaut gerade zur richtigen Zeit hin, oder man sieht Planeten, die einfach sehr nah sind. Merkur zum Beispiel im Sonnensystem, 88 Tage. Also alle 3 Monate zieht er da locker vor seinem Gestirn vorbei. Und das war übrigens die Spezialität von dem NASA-Teleskop Kepler, was jetzt nicht mehr aktiv ist. Das hat über diese Methode Tausende von Exoplaneten entdeckt. Man spricht von der Transit-Methode, weil eben hier ein Planet zufällig vor dem Heimatgestirn vorbeiläuft und dann um einen winzigen Bruchteil die Helligkeit dieses Gestirns verringert. Aber diese Verringerung, die sieht man genau hier in der sogenannten Lichtkurve. Also wir sehen hier die Zeit und man sieht die Helligkeit des Gestirns aufgetragen über der Zeit. Das heißt, hier kann man sagen, der Stern ist hell, der Stern ist hell, der Stern ist hell. Und dann auf einmal, hoppla, der Stern wird dunkler. Jetzt ist er deutlich dunkler, deutlich, und jetzt wird er wieder heller und jetzt ist er wieder so hell wie vorher. Und das nennt man das Transitereignis und daraus kann man eben, ja, erstmal verschiedene Parameter von so einem Planeten bestimmen. Man kann aber auch versuchen, das sieht man hier bei der Grafik ganz gut, nehmen wir an, der Planet hat eine Atmosphäre, also eine Gashülle, dann leuchtet von hinten eine Lichtquelle, nämlich der Heimatstern, durch diese Atmosphäre durch und dient als Hintergrundlichtquelle. Und dann können wir ein Spektrum aufnehmen und in dem Spektrum fehlen dann bestimmte Linien, die wir eindeutig dem Material in der Gashülle zuordnen können. Zum Beispiel vielleicht Ozon, Wasserdampf, Methan. Methan könnte sein, dass eine pupsende Kuh zum Beispiel lebt auf dem Exoplaneten, weil da viel Methan rauskommt, weiß man nicht. Und das ist eben das, was hier gemacht wurde. Wir sehen hier jetzt das Spektrum, also die Intensität
abhängig von der jeweiligen Wellenlänge. Und das ist genau dieser Fingerabdruck, wo wir eben in der Astronomie ja genau die Zuordnung machen. Sternenlicht wird zerlegt und dann können wir aufgrund der Linien herauslesen, welches Material sich da befindet, ob es Atome sind, irgendwelche Verbindungen wie eben jetzt zum Beispiel Ozon, also Trisauerstoff, oder Methan, CH4, also Kohlenstoff und Wasserstoff. Und hier hat man eben Wasser, H2O, als Dampf gefunden. Das sind dann eben bestimmte Bandenstrukturen, die man da sehen kann, die man eindeutig eben dem Material zuordnen kann. Und dann wird es natürlich spannend, weil wenn wir Wasserdampf finden, ist die nächste Frage, wo kommt das Zeug her? Wenn wir Sauerstoff finden, ist es noch spannender. Wie wurde der produziert? Gibt es zum Beispiel Photosynthese auf diesem Planeten, so wie bei uns, wo dann eben Pflanzen Sauerstoff herstellen über die Photosynthese? Und das war insofern, also wie Sie sehen, das Bild ist von der Schönheit her ausbaufähig, aber ist trotzdem eine tolle Geschichte gewesen. Also der Exoplanet heißt WASP-96b, ein Name, den man sich merken sollte. Da ist natürlich klar, wenn man die Frage dem Black Hole Crack stellt, ne, dann ist natürlich schwarze Löcher. Das sind halt meine Lieblinge und die lassen mich nie los. Und die spannende Frage ist eben, ja, wird man schwarze Löcher finden in den frühesten Phasen? Und dann eben die spannende Frage, welche Masse haben die? Also das ist immer noch diese Huhn-Ei-Frage, was war zuerst da, erstes schwarze Loch oder erste Galaxie? Für beides gibt es gute Theorien und mal gucken, denn die ersten schwarzen Löcher müssen ja irgendwo hergekommen sein. Da bin ich natürlich gespannt auf. Da gab es auch schon spannende Geschichten. Das waren aber eher nahegelegene Galaxien, wo man auch dann Rückschlüsse auf die schwarzen Löcher gezogen hatte. Das war Stefans Quintett, wo man dann Beobachtungen auch veröffentlicht hat dazu und war auch ein bisschen was über die Galaxien, die sich ja da wirklich zum Teil auch räumlich nah sind und durchdringen, wo man auch was über die schwarzen Löcher aussagen konnte. Aber was mich jetzt interessiert, sind wirklich so früheste Phasen. Also erstmal, was der Hammer war, war hier Jupiter, ja. Das ist natürlich, wenn Sie das mit einem 6,5 Meter Spiegel angucken, der ist ja nicht besonders weit entfernt. Also ich kann es mir immer beim Saturn gut merken. Es hängt ja immer davon ab, wo steht denn der Planet gerade. Bei Saturn kann man sagen, das Licht braucht ungefähr eine Stunde, um zu uns zu kommen. Und entsprechend ist es ja, je nachdem, wo der Jupiter gerade steht, relativ zur Erde, ist es eben entsprechend weniger. Also es sind Minuten typischerweise. Das heißt, die Strahlung war von dem Jupiter Minuten unterwegs, um zu dem Teleskop zu kommen. Und dann sieht man, wenn ich das Bild noch kommentieren darf, wenn wir schon dabei sind, erstmal, das ist ein fantastischer Riesenplanet, es ist der größte Planet im Sonnensystem, der an sich schon eigentlich eher der Sonne ähnelt als den gesteinsartigen Planeten wie Erde, Venus, Mars, Merkur. Er besteht auch aus demselben Material wie ein Stern, im Wesentlichen Wasserstoff und Helium. Und dieses Gas wird durch diese wahnsinnige Rotation des Körpers in eine bandartige Struktur gebracht. Und zwar diese riesengroße Kugel, der ist ja deutlich größer als die Erde. Die Erdkugel passt als Kugel 1300 Mal ungefähr in den Jupiter hinein. Aber wir haben einen Tag von 24 Stunden. Das heißt, die Erdkugel braucht 24 Stunden, um sich einmal um sich selbst zu drehen. Der Jupiter braucht 10 Stunden und ist aber viel größer als die Erde. Und deshalb haben sie diese wahnsinnigen Stürme im Prinzip. Also das sind erstmal das ist wie so ein Jetstream auf der Erde. Das sind diese bandartigen Strukturen und hier oben verwirbelt das. Und das sind ganz tolle Bilder, die wir von Raumsonden haben, die zu den Polen, Süd- und Nordpol von Jupiter fliegen können. Da sieht man nämlich dann diese Zyklone. Es sind also hunderte von Wirbelstürme, Hurricanes auf der Erde, Zyklone eben dort. Und einer davon ist eben auch hier zu sehen, seit Jahrhunderten stabil. Das ist der große rote Fleck, der jetzt bei James Webb ein weißer Fleck ist. Es ist ja Infrarot und es wurde hier eine Infrarotpalette zugeordnet. Aber diese bandartige Struktur verrät Ihnen eben schon, das Ding muss wahnsinnig schnell rotieren. Und das sorgt eben auch für diese heftigen Stürme bei dem Jupiter. Was sehen wir noch? Wir sehen helle Monde. Einer davon oder zwei sieht man, gehören zu den galileischen Monde, Ganymed, Europa, Callisto und Io. Europa ist hier zu sehen, wahnsinnig hell. Den kann man selber mit einem Fernglas von der Erde aus sehen, wenn er gerade auch neben der Planetenkugel steht. Galileo Galilei hat die entdeckt, deshalb sind sie nach ihm benannt. Das war die Geburtsstunde der modernen Astronomie. Und Europa sieht man vor allem den Schatten, der hier gerade drauf geworfen wird.
Und man sieht auch andere Monde. Also mittlerweile, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr die Zahl, sind es 78, aber der Saturn hat ihn, glaube ich, überholt mit mehr als 100 Monden. Als ich in den 80er Jahren Teenie war und auch total abgefahren bin auf Jupiter und seine Monde, redeten wir damals von 11 Monde, die bekannt waren. Also es sind wahrscheinlich noch viel mehr. Und Thebe ist eben hier auch zu sehen. Und das Fantastische, was man auch sieht in der Infrarotaufnahme, der Jupiter hat einen Ring, genauso wie Saturn, aber eben nicht so mächtig. Und der Grund ist, jetzt könnte man sich fragen, ja, Moment mal, das sind doch beides Gasplaneten, beide relativ massereich, beide haben viele Monde, warum haben die nicht beide so einen tollen Ring? Der Grund sind die Monde. Die Monde zerstören, diese großen Monde in der Nähe des Jupiter zerstören stabile, große, mächtige Ringsysteme wie bei Saturn. Deshalb, das ist sozusagen der Grund, weshalb er nur dieses spärliche Ding hier hat. Und das hat man erstmals gesehen in den 70er Jahren, als die Voyager-Sonden selbst hingeflogen sind vor Ort. Also kein Weltraumteleskop, die gab es damals noch gar nicht, sondern man ist selbst hingeflogen und da wurden diese Jupiterringe überhaupt entdeckt. Also sehr, sehr spannend. Auch Asteroiden, die beobachtet wurden mit James Webb. Ich habe noch, wenn Sie noch eins sehen wollen, das ist nämlich auch ganz toll, kleinen Moment. Das ist dann noch weiter entfernt Neptun. Ebenfalls ein Gasriese, aber im Fernsonnensystem. Also die Reihenfolge ist ja Merkur, Venus, Erde, Mars. Dann kommen die Gasplaneten, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Und das ist der fernste Planet, weil ja im Jahr 2006 der Pluto leider oder zum Glück, weiß nicht, wie Sie es sehen, aber der wurde degradiert, ist kein Planet mehr, ist jetzt ein Zwergplanet. Die Amerikaner sind ziemlich genervt, weil das ist der einzige Planet, den US-Amerikaner entdeckt hat. Also die sind not amused, dass der, gerade der, ist kein Planet mehr, ja. Und der Witz war, die Sonde New Horizons ist aufgebrochen, um zum Planeten Pluto zu fliegen, ihn zu besuchen, eine amerikanische Mission. Und als sie dort ankamen, natürlich nach 2006, 10 Jahre später, war es kein Planet mehr. Das heißt, die sind eigentlich zum Planeten hingeflogen und bei einem Zwergplaneten gelandet. Und aber wenn Sie mal sich überlegen, warum ist der kein Planet mehr? Also ich finde, es gibt gute Gründe dafür. Die Kugel des Pluto ist kleiner als der Erdmond. Also winzig. Und er kann eben nicht seine Umgebung freiräumen durch die Gravitationswirkung, was so ein stattlicher Planet schon können sollte. Also selbst Merkur kann da ein bisschen mehr. Das ist jetzt der kleinste Planet im Sonnensystem. Der ist ein bisschen größer als der Pluto, aber immerhin. Ceres ist ein Zwergplanet, ist der größte Körper in dem Hauptgürtel. Ja, und hier sehen wir jetzt, wie gesagt, Neptun, auch ein tolles Bild. Also auch hier wieder sehen Sie sofort das Beugungsmuster. Also Sie wissen ja jetzt Bescheid, ne? 6 Zacken plus die beiden, die hier noch hervorkommen, insgesamt 8. Und das Objekt, was man hier sieht, ist Triton, der hellste und größte Mond von Neptun. Auch Neptun zeigt ein Ringsystem. Das sieht ja im optischen Bereich so türkisfarben aus und es gibt Zirren, also im Prinzip Wolken aus Eiskristallen, die sich in den äußersten Schichten befinden. Die sehen weiß aus und hier natürlich im Infrarotbild sehen sie auch weiß aus, aber eben die türkisfarbene Oberfläche ist hier anders eingefärbt worden bei dem Infrarotbild. Man sieht ganz viele weitere Monde, den zweitgrößten Proteus und so weiter. Und das, was ich Ihnen gesagt habe, man guckt eigentlich mit Webb in unser Sonnensystem und was mogelt sich hier in den Hintergrund? Irgendwelche fernen Galaxien, die da mit auf dem Bild sind. Also das fand ich immer fantastisch bei den Webbildern. Das sind einfach komplett neue Bilder und fantastische Bilder. Jetzt habe ich aber genug gesagt. Entschuldigung.